Dann sage ich Hallo und herzlich willkommen, Luka Lossic, unser Neuzugang fürs Tor, wenn ich das richtig gesehen habe. Richtig, ja, also hallo nochmal, ich bin der Luka Lossic, bin gebürtiger Frankfurter, wohne in Karben zurzeit und ja, Torwart und bin froh jetzt hier in Offenbach zu sein. Ja, das heißt, du hast einen Vertrag unterschrieben, wie lang? Ja, ich habe jetzt einen Jahresvertrag bis Sommer 2020 unterschrieben. Okay, wie kam das zustande? Warst du schon mal hier oder hast du mal vorgespielt oder wie muss man das sich vorstellen? Ja, also ich war noch nie bei den Kickers, habe ich noch nie gespielt. Meine Karriere hat angefangen beim KSV Kleinkarben in meiner Heimatstadt oder Dorf, wie man es nennen will. Danach bin ich relativ schnell zum FSV Frankfurt gegangen, wo ich auch 4 Jahre dann gespielt habe. Anschließend bin ich zu Rot-Weiß Walldorf und von Walldorf in die Landeshauptstadt zu Wien-Wiesbaden. Anschließend bin ich ins Ausland für 2 Jahre nach Serbien, nach Belgrad. Und ja, meine Eltern wohnen hier. Ich wollte wieder zurück zu meinen Freunden, zu meiner Familie. Und da hat sich Offenbach einfach ergeben. Und es ist ein super Verein, es ist super schön hier. Es ist eine ist ein mega Stadion und es hat sich einfach so ergeben. So, wenn du sagst, dass du noch nie in Offenbach warst, dann stimmt das ja auch nicht so ganz, denn du hast ja hier schon mehrfach trainiert, auch mit dem René Käffel, glaube ich, zusammen. Richtig, ja, ich war beim René Käffel, als ich ein kleiner Junge war. Wie alt ich da genau war, weiß ich nicht genau, in seinem Torwartcamp. Da war ich und ja, auch bei dem Probetraining hier habe ich mit dem René Käffel trainiert. René Käffel, ein sehr, sehr guter Torwarttrainer und ja, ich freue mich auf jeden Fall mit ihm und mit dem Herr Daniel Steinagel zusammenzuarbeiten. Und so ist ja, glaube ich, auch der Kontakt jetzt nochmal zustande gekommen. Ich habe auch kurz mit René Käffel gesprochen. Yeah. Der hat gesagt, also du hättest dich richtig gut entwickelt und bei dir sieht man wohl die Möglichkeit, dass du dich noch weiterentwickeln kannst. Und wahrscheinlich ist auch das die Position, für die du im Tor vorgesehen bist, um zu schnuppern und dich vielleicht auch noch weiterzuentwickeln. Ja, ich glaube, das muss der Trainer entscheiden und das ist die Sicht vom Trainer. Ich gebe mein Bestes, mich weiterzuentwickeln. Ich bin hierher gekommen, um mich weiterzuentwickeln unter dem Trainerstab. Und habe vollstes Vertrauen ins Trainerteam und von mir wird das Beste kommen. Was war so bis jetzt das Beste oder Höchste, was du so gespielt hast oder deine beste Erinnerung an irgendein Fußballspiel? Ja, also die besten Erinnerungen waren auf jeden Fall in Wien-Wiesbaden und jetzt die 2 Jahre in Serbien. In Wien-Wiesbaden haben wir den Aufstieg vor 2 Jahren in die Junioren-Bundesliga geschafft mit der A-Jugend. Und in Serbien war ich auch in der so gesehenen Bundesliga, ersten Bundesliga mit den Junioren und habe mit 16 Jahren den Anschluss zu den Profis geschafft. Habe da jetzt knapp 2 Jahre, 1,5 Jahre bei den Profis mittrainiert und habe auch mein Debüt für die Profis gemacht. Und ich meine, wenn man gegen einen Verein wie Rot Stern Belgrad und Partizan Belgrad spielt, ich glaube, das ist schon unbeschreiblich. Ja, warst du da auch richtig mit dabei von der Partie und richtig viele Zuschauer? Ja, also natürlich, gegen die erste Mannschaft gespielt. Natürlich, ich war da bei der Jugend dabei, aber bei der ersten Mannschaft war ich dabei, nicht als Stammtorwart. Aber ich meine, die Fans, die Ultras, das Riesenstadion und das ist einfach ein Traum. Was ist denn so deine persönliche Erwartung jetzt? Kann man ja nicht als Neuzugang automatisch davon ausgehen, dass man gleich die Nummer 1 im Tor ist? Was ist so deine Erwartung? Nö, also jetzt Erwartungen bezüglich der Nummer 1 habe ich gar nicht. Meine Erwartung oder was ich von mir selbst verlange, ist einfach, dass ich mich weiterentwickle durch ein Megatraining, durch den, wie schon gesagt, der Daniel Steinagel und den René Käffel. Den Aufstieg in die 3. Liga mit dem OFC. Ich glaube, es wird höchste Eisenbahn, dass der OFC wieder hochkommt. Und einfach hier das Beste zu geben. Pendeln kannst du ja von Karben, ist nicht sehr weit bis hierher, oder wirst du hierher ziehen? Nö, von Karben bis hierhin sind es circa 20 Minuten mit dem Auto und ich glaube, das ist vollkommen in Ordnung. Und ja, ich freue mich, wie schon gesagt, OFC, ein toller Verein. Die Fans, ich glaube, das ist was Außerordentliches, das ist einfach überragend hier. Die Fans sind immer dabei und ja. Dann sage ich nochmal herzlich willkommen. Alles Gute. Vielen Dank.